Ich wollte doch mal ein Video machen, warum ich kein Veganer bin und mal die Frage erörtern, ob Veganismus allgemein für jeden Sinn macht und ob das jeder machen sollte oder nicht. Und meine Antwort ist darauf direkt, nein, das ist nicht unbedingt immer und für jeden notwendig, sage ich mal, und auch nicht unbedingt das Sinnvollste und nichts, woran man sich halten müsste. Das hatte ich glaube ich schon mal kurz in einem anderen Video angedeutet gehabt, aber ja, das finde ich noch ein sehr wichtiges Thema, weil ich finde, man kann viel mehr Menschen auch damit erreichen, wenn man ihnen etwas vorstellt, was halt in den Augen der Allgemeinheit, sage ich mal, oder aber auch in meinen Augen nicht eine Sache ist, wo man, ja, wo man sich halt starr halten sollte oder sowas. Also, dass man halt nicht sowas präsentiert, wo die Leute dann denken, ja, jetzt muss ich das unbedingt so und so machen. Und ich finde es halt auch gar nicht unbedingt notwendig, aus den Gründen, die ich gleich nennen werde. Also, ich bin kein Vegetarier, auch kein Veganer, sondern ich bin ein Mensch und warum ich mich auch nicht, oder zumindest nicht mehr so bezeichne, ist, weil mich das selber dann zu sehr von anderen Menschen separiert. Also ich identifiziere mich dann zu sehr mit einer I Idee und dann zu wenig noch mit Menschen allgemein. Und ich bin eigentlich genau, oder alle Veganer sind eigentlich genauso Menschen wie alle anderen auch und auf keiner anderen Ebene oder sowas. Deswegen bezeichne ich mich auch nicht mehr gerne als Veganer und Vegetarier und sag auch, dass ich es gar nicht bin. Wer mich halt trotzdem so bezeichnen will aufgrund meiner Ernährung, ist, kann man natürlich machen, ist mir aber sozusagen Wurst. Und gleichzeitig bezeichne ich mich trotzdem ab und zu als Veganer, einfach nur aus dem Grund, weil es schon ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt, dass man sich so bezeichnet. Also, dass es allgemein diese Gemeinschaft stärkt, auch wenn man als Veganer halt in irgendeine Gruppe geht, sage ich es mal, ob das jetzt in der Realität ist oder im Internet ist, um halt gemeinsam auch etwas aufzubauen und einfach so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Ja, also ja, das finde ich halt wichtig, dass diese vegane Idee dadurch gestärkt wird und deswegen bezeichne ich mich schon ab und zu als Veganer und sag auch, wenn halt oder sag auch für andere Veganer, sage ich mal, ich bin auf jeden Fall Veganer und bin auch ein Teil der Bewegung und der Community. Aber gleichzeitig sage ich, dass ich kein Veganer bin, sondern ein Mensch bin. Auch wenn das vielleicht von der Logik her ein bisschen nicht, so ein bisschen unpassend ist, sage ich mal. Aber egal. Und ich finde das halt wichtig, die vegane Idee trotzdem zu unterstützen. Also hinter dem veganen Gedanken und hinter der Community steht meiner Meinung nach nämlich nicht unbedingt, dass man einen hundertprozentigen Veganismus propagiert, sondern einfach, dass Leute sich Gedanken machen sollten über ihre Ernährung und sich damit einfach beschäftigen, auch wie die Tiere vielleicht behandelt werden. Aber in erster Linie geht es mir persönlich zumindest darum, dass die Leute sich ihre Ernährung beschäftigen und diese dann dementsprechend verbessern, aber nicht unbedingt 100% Veganismus. Hinter dem Veganismus steht für mich, dass Leid von Tier und Menschen einfach minimiert wird und auch von der Umwelt, also von Tier, Menschen, Umwelt, dass das Leid da einfach minimiert wird und das aber möglichst realitätsnah. Realitätsfern ist meiner Meinung nach zum Beispiel zu versuchen, alle Menschen zu Veganern zu machen und realitätsnah ist, für mich eine Ernährungsform anzubieten, mit der jeder klarkommen kann und auf allen Ebenen klarkommen kann, also auch auf finanzieller Ebene zum Beispiel und das Leben der Leute sogar enorm verbessert. Damit kann man das Leid direkt auf zwei Ebenen sozusagen minimieren, also das der Tiere und von Menschen selber auch. Also ich lese gerade halt ein bisschen ab, weil ich habe das jetzt schon ein bisschen strukturierter gemacht, damit ich nicht zu sehr wieder umherrede, aber das Problem ist dann halt dabei wirklich, dass sich das dann halt so mechanisch monoton ein bisschen anhört, aber naja, muss man halt lernen. Vom gesundheitlichen Aspekt, also das war jetzt halt der
Ja, egal. Also vom gesundheitlichen Aspekt ist Veganismus schon sehr gut, finde ich. Man kann aber auch hier Fehler machen und da ist es zum Beispiel so, dass eine bewusste omnivore Kost, also Allesesser, sage ich mal, gesünder sein kann als eine hundertprozentige Pudding-vegan Kost, sage ich mal. Also man muss es dann auch schon richtig machen, aber man kann es auch sogar richtig machen, ohne 100% vegan zu sein. Das ist damit halt gemeint. Und was ich dann dementsprechend optimal finde für die meisten Leute, ist eine stark überwiegende pflanzliche Kost, also einen stark überwiegenden pflanzlichen Anteil. In Zahlen gesprochen circa 85 bis 90%, also schon recht oder ziemlich hoch. Also Tierprodukte sind eben dennoch so das Ungesündeste, was es gibt, und würde ich noch nicht mal als Lebensmittel bezeichnen, aber das ist sicher auch Definitionssache. Also ein Rohköstler wird auch als gekochte nicht als Lebensmittel bezeichnen. Aber hier geht es halt darum, realitätsnah zu sein und nicht nur auf psychischer Ebene, dass die Leute psychisch mit klarkommen, sondern auch die Körper sind einfach so, sage ich mal, vergiftet, dass es überhaupt nicht Sinn macht, zum Beispiel auf 100%ige Rohkost umzusteigen. Und da sollte man auch wieder nicht zu dogmatischen Anführungszeichen sein, sondern halt realitätsnäher einfach. Aber die Ernährung, die ich halt für, ja, oder sag ich mal, empfehle wirklich, obwohl ich dieses Wort empfehlen gar nicht so sehr mag, ist aber schon eine Ernährung, die man auch halt das Leben lang durchführen kann. Also es muss nicht, meiner Meinung nach, muss nicht jeder diesen Rohkostreinigungsweg gehen und so weiter. Also ich finde, wir sind da schon sehr, sehr unterschiedlich als Mensch, und ja, man kann halt eine gewisse Reinigungsebene erreichen, mit der man auch dauerhaft gut leben kann und das erreichen kann, was man im jetzigen Leben sich als Ziel gesetzt hat, mit einer überwiegend veganen Kost, mit höherem Rohkostanteil. Dazu komme ich dann als nächstes. Aber man muss, wie gesagt, nicht ganz konsequent diesen Reinigungsweg gehen, der zum Beispiel jetzt mein Weg wäre oder so. Ja, wie gesagt, Tierprodukte sind schon so das Ungesündeste, wo gibt an Lebensmitteln, oder das, was man sich halt reinschieben kann, neben Steinen oder so. Aber wer einmal die Woche sich etwas Fleisch gönnt und sich zwischendurch mal einen Joghurt oder ein Fertigprodukt, wo ein bisschen Milcheiweiß oder sowas drin ist, gönnt, davon kann der Körper dann wieder relativ gut entgiften, wenn das halt so wenig insgesamt ist. Was ich halt empfehle wieder, wäre auf jeden Fall mehr Rohkost zu integrieren. Das kann ich jedem uneingeschränkt empfehlen. Und optimal fände ich da, wenn man halt einen Weg geht, dessen Ende dann in Zahlen lautet, ungefähr 50% Rohkost integriert zu haben. Aber das kann man natürlich langsam steigern. Das kann auch sicher mal weniger sein, oder wenn man es nicht so gut hinkriegt, und andermal dann vielleicht wieder was mehr. Also das muss man sich jetzt auch nicht unbedingt drauf festnageln. Aber insgesamt, wie gesagt, 85 bis 90% pflanzlich, dazu 50% Rohkostanteil, das ist so das Optimum. Das muss man auch nicht sofort machen, aber das ist schon so das Optimum, finde ich. Und ja, dann hat sich die Sache im Prinzip schon. Da muss man sich auch keine Gedanken mehr über Ernährung machen, finde ich. Also das ist schon so ein Ziel, was man gut erreichen kann. Und wenn man dann noch 70% basisch gestaltet die Ernährung, also circa 70 bis 80%, was überhaupt nicht schwer ist, wenn man so einen hohen Rohkostanteil hat, dann hat man schon 50% basisch. Und ja, und das ist halt, gehört auch gar nicht mehr zu den Basics insgesamt, aber man hat noch mehr Gesundheit und mehr Fitness, also einen richtig krassen Schritt nochmal in Gesundheit und Fitness erleben möchte, dann gestaltet man die Ernährung noch zu 70 bis 80% basisch, aber es gehört schon gar nicht mehr zu den Basics. Also wie gesagt, 80 bis 85, Quatsch, 85 bis 90% pflanzlich, 50% Rohkost ist so das Ziel, und da muss man sich auch nicht mehr mit beschäftigen. Wer dann aber weiterhin noch gesundheitliche Probleme hat oder darunter leidet, oder halt gerne den Körper trotzdem noch, sage ich mal, reiner haben möchte oder leistungsfähiger haben möchte, der kann halt dann ab und zu mal versuchen, eine Challenge zu machen, also eine Art Challenge, mal 1 bis 2 Wochen oder sogar einen Monat nur Rohkost zu essen, wo der Körper dann stärker entgiftet. Oder halt mal eine Woche mit frischen Säften zu fasten und dann schauen, ob das einfach hilft, was sehr wahrscheinlich ist. Also so finde ich es eigentlich optimal, diese eine Ernährung. Und wenn man dann noch nicht zufrieden ist damit, mit seinem Körper und wie man sich halt fühlt, mit dem Körpergefühl, dann kann man halt so, sag ich mal, sanftere Reinigungs,
wie nennt man das, Zeiten, Fastenzeiten einlegen. Aber halt sogar in Form von Rohkostessen ist halt schon relativ effektiv bei den meisten. Also das muss auch nicht so konsequent sein, sage ich mal, oder so. Ja, viele würden schon extrem sagen, also extrem ist für mich, liegt auch immer im Auge des Betrachters, aber es muss halt nicht so sehr sein, sag ich mal, wie ich das zum Beispiel mache oder andere das auch machen. Ja, und wer dann Probleme noch hat, einen höheren pflanzlichen Anteil in der Ernährung aufzunehmen, da habe ich noch ein paar Tipps mir notiert. Und zwar, ja, habe ich jetzt einfach einzelne tierische Produkte aufgelistet und dann halt, wie man sie vielleicht einfach ersetzen kann. Also bei Sahne ist es zum Beispiel so, dass man das sehr gut mit Kokosmilch ersetzen kann. Das ist auch relativ cremig. Und wenn man das halt noch fettiger haben will, also Kokosmilch hat schon 20%igen Fettanteil. Wer noch mehr Fett haben möchte, der nimmt einfach nur, also bei der Kokosmilch ist das meistens so, dass sich oben das Fett absetzen und das Wasser ist, dann nimmt man halt nur oben das Fett. Butter kann man auch natürlich sehr einfach mit als Sahne ersetzen oder Kokosfett, das ist geschmacksneutrales Kokosöl, das ist aber fest, Raumtemperatur. Aber diese Alsan, die auch aus Kokosfett, Palmfett und Rapsöl besteht, die kostet nur 80 Cent pro so ein Block, so ein Butterblock sozusagen. Ist also auch sehr simpel. Und es gibt zur Not auch noch pflanzliche Sahnen, wenn das mit Kokosmilch einem nicht so gefällt oder so. Also das finde ich zumindest sogar noch leckerer insgesamt. Und Honig ist natürlich sehr einfach zu ersetzen, entweder mit Agavendicksaft oder Apfeldicksaft oder Ahornsirup. Es gibt auch noch andere Dicksäfte. Wer da halt auf anderes noch steht, gibt es auch Maulbeeren oder Blaubeeren-Dicksaft oder Dattelsirup beim im Fernkost, also im Orient-Shop zum Beispiel oder im türkischen Laden. Milch finde ich die pflanzliche Variante sogar leckerer insgesamt und mittlerweile gibt es da wirklich so viele Sorten. Und wer Milch, sage ich mal, bewusst konsumiert oder dieses Lebensmittel, da braucht davon auch nicht mehr so viel insgesamt, wodurch sich der Preis dann auch nicht wirklich aufs Budget ausschlägt. Also Milch braucht man eigentlich nicht so viel konsumieren, finde ich. Am besten finde ich da Mandelmilch, aber das ist natürlich dann auch direkt die teuerste Variante. Mandelmilch ist halt basisch und hat keine schleimbildende Stärke. Die Soja-Reismilch und die Sojamilch ist die günstigste. 1 Euro pro Liter ungefähr. Und Sojamilch ist gar nicht mal so schlecht. Also es enthält zumindest keine schleimbildende Stärke. Auch wenn mir Soja nicht gut tut, also ich merke, dass mein Stoffwechsel dadurch total gedämpft wird und ich habe da die gleichen Symptome, wie ich früher bei der Schilddrüsenunterfunktion hatte. Und ich habe dann im Nachhinein auch gelesen, dass das wirklich, weil mich das interessiert hatte, warum das sich genauso anfühlt, habe ich auch im Nachhinein gelesen, dass es wirklich eine temporäre Unterfunktion bewirken kann. Aber halt ein bisschen davon finde ich total okay. Auch dieses Sojafleisch, das ist dieses texturierte Soja, das ist auch eine ganz gute Fleischalternative. Also was heißt ganz gut, aber man kann es ab und zu essen. Das hat auch keine schleimbildende Stärke, deswegen ist das eigentlich ziemlich gut. Aber Getreidemilch, also da gibt es halt Hafermilch, Dinkelmilch und noch andere Sachen, Reismilch, ist meist, also ist auch zu empfehlen, weil die Stärke durch den Herstellungsprozess meist in Zucker umgewandelt wird. Also das sehe ich zumindest auf den Packungen. Da steht dann bei denen, wo kein zusätzlicher Zucker drin ist, steht da trotzdem 8 Gramm Kohlenhydrate, davon 6,5 Gramm Zucker. Das ist dann halt natürlicher Zucker, der dabei umgewandelt wird. Deswegen ist das auch ganz gut. Deswegen sind alle pflanzlichen Milchalternativen generell zu empfehlen. Und da ist wahrscheinlich für jeden was dabei. Es gibt auch Kokos- oder Kokosreismilch. Da gibt es also ziemlich viel. Also Joghurt ist pflanzlich natürlich teurer, also Sojajoghurt, und wenn man es halt nicht kauft, aufwendiger, wenn man es selber herstellt aus Rupine oder Soja. Aber alles muss man halt, wie gesagt, auch nicht mit pflanzlichen Alternativen ersetzen, meiner Auffassung nach, und sofort schon gar nicht. Also damit kann man sich dann auch Zeit lassen. Also Milch, Honig und Sahne ist, wie gesagt, sehr einfach zu ersetzen, kann man sich einfach irgendwas aus dem Regal nehmen, dann hat man das schon und ist meistens auch leckerer, finde ich. Und man muss halt nicht alles sofort ersetzen. Also Käse finde ich schwierig. Einerseits kann er ziemlich süchtig machen aufgrund von konzentrierten Opiaten. Und ist zudem voll von tierischen Fetten und tierischen Proteinen. Andererseits ist pflanzlicher Käse, zum Beispiel der Wimsburger,
nicht jedermanns Sache. Ich würde hier aber dennoch dringend empfehlen, den Käsekonsum einzuschränken, zum Beispiel in Form, dass man sich halt mal eine Pizza gönnt oder sowas. Oder wer mag, Harzer Roller. Oder wirklich dennoch fettarm Frischkäse zum Beispiel. Also tierische Fette sind wirklich zu vermeiden, finde ich, oder stark einzuschränken. Fleisch habe ich halt, wie gesagt, schon dieses Sojafleisch genannt. Seitan, also Gluten, reines Gluten kann ich nicht empfehlen. Das ist stark übersäuert, das ist extrem ungesund, finde ich. Fleisch würde ich halt wirklich nicht öfter als ein bis zweimal die Woche essen. Sojawurst gibt natürlich auch und sowas. Wenn jetzt auch mal ein bisschen Gluten drin ist, ist das auch nicht so schlimm. Geheimtipp ist da angebratener Topinambur. Also wenn der Topinambur schon ein bisschen liegt und halt so schrumpelig wird, ist halt etwas umständlich zu schälen, aber das schmeckt wirklich hammergut angebraten und hat eine richtige Fleischkonsistenz. Man braucht auch noch nicht mal Gewürze für, das schmeckt hammerperfekt eigentlich. Man kann es natürlich trotzdem marinieren, das ist natürlich noch wahrscheinlich sogar noch besser. Ja, und Topinambur ist auch super, super gesund. Ansonsten einfach Bratlinge aus Bohnen, Kichererbsen oder anderen Hülsenfrüchten machen. Das ist auch gar nicht mal so aufwendig. Und wie ich das in der Praxis, wie das in der Praxis aussehen kann, da habe ich spontan zwei Kanäle gefunden. Und die verlinke ich euch mal, also zwei Videos direkt, wie die Person das halt so machen. Ja, das wollte ich mal kurz loswerden. Das sind, trotz dass ich das geplant habe, sind das jetzt 16 Minuten geworden, aber naja, bis dann.